Samuel Beckett warten auf Godot. Anatada Godot. Waiting for Godot. Erster Akt. Akt premier. Act one. Landstraße, ein Baum, Abend. Estragon sitzt und versucht, seinen Schuh auszuziehen. Er braucht beide Hände dazu und stöhnt dabei. Erschöpft gibt er den Versuch auf, erholt sich schnaubend und versucht es von Neuem. Das Spiel wiederholt sich. Rien à faire. Wladimir nähert sich auf gespreizten Beinen mit kurzen, steifen Schritten. Nichts zu machen. Je commence à le croire. Ich glaube es bald auch. Ich habe mich lange gegen den Gedanken gewehrt. Ich sagte mir, Wladimir, sei vernünftig. Du hast noch nicht alles versucht. Und ich nahm den Kampf wieder auf. Du bist also wieder da. Meinst du? Ich freue mich, dich wiederzusehen. Ich dachte, du wärst weg. Für immer. Ich auch. Wie sollen wir dies Wiedersehen feiern? Que faire pour fêter cette réunion? Steh auf! Lass dich umarmen! Tout à l'heure, not now, not now! Darf man fragen, wo der Herr die Nacht verbracht hat? Im Graben. Im Graben, wo denn? Da hinten. Und man hat dich nicht geschlagen? Doch, nicht so schlimm. Wieder dieselben? Dieselben? Ich weiß nicht. Wenn ich bedenke, die lange Zeit, da frage ich mich, was wohl aus dir geworden wäre ohne mich? Du wärst ja wohl nur ein Häufchen Knochen, das steht fest. Na und? Es ist zu viel für einen allein. Andererseits, wozu gerade jetzt den Mut aufgeben? Man hätte vor einer Ewigkeit dran denken sollen, so um 1900. Hör auf! Hilf mir den Dreckschuh ausziehen! Hand in Hand hätten wir uns vom Eiffelturm runtergestürzt! Mit den Ersten! Da sahen wir noch anständig aus. Jetzt ist es zu spät. Die würden uns nicht einmal rauflassen. Was machst du da? Ich ziehe die Schuhe aus. Ist dir wohl noch nie passiert. Ich hab dir schon immer gesagt, man soll sie jeden Tag ausziehen. Du solltest besser auf mich hören. Hilf mir doch. Tut's weh? Weh. Er fragt mich, ob es weh tut. Nur du leidest, nur du. Ich zähle nicht. Ich möchte dich mal an meiner Stelle sehen. Du würdest mir was erzählen. Es ist kein Grund, die Hose offen zu lassen. Du hast recht. Nur keine Nachlässigkeit in den kleinen Dingen. Was soll ich dazu sagen?
Du wartest immer bis zum letzten Moment. Der letzte Moment. Was lange währt, wird endlich gut. Wer hat das noch gesagt? Willst du mir nicht helfen? Manchmal sag ich mir, es kommt doch noch. Dann fühle ich mich ganz komisch. Wie soll man sagen? Erleichtert und zugleich zerschmettert. Zerschmettert! Naja, na wenn schon. Was ist denn? Nicht. Lass sehen. Es gibt nichts zu sehen. Versuch den Schuh wieder anzuziehen. Ich lass ihn an der frischen Luft. So ist der Mensch nun mal. Er schimpft auf seinen Schuh, dabei hat sein Fuß Schuld. Was ist denn nur los? Einer von den beiden Schächern wurde erlöst. Das ist ein guter Prozentsatz. Gogo! Was? Wenn wir beide es bereuen würden. Was? Ja, wir brauchen ja nicht gerade ins Detail gehen. Dass wir geboren wurden? Man wagt schon nicht mehr zu lachen. Als ob das ein Verlust wäre. Nur noch lächeln. Es ist nicht dasselbe. Gogo. Was ist denn? Hast du die Bibel gelesen? Die Bibel? Ich muss wohl mal reingeguckt haben. In der freien Schule? Ich weiß nicht, ob sie frei war oder nicht. Es war wohl in der Besserungsanstalt. Möglich. Ich erinnere mich an die Karten vom Heiligen Land. Bunte Karten. Sehr schön. Das Tote Meer war blassblau. Wenn ich nur hinguckte, hatte ich schon Durst. Ich sagte mir, da werden wir unsere Flitterwochen verbringen. Wir werden schwimmen, wir werden glücklich sein. Du hättest ein Dichter werden sollen. Tu aurais dû être poète. War ich doch. Sieht man das nicht? Isn't that obvious? Was sagte ich noch? Wie geht's deinem Fuß? Er schwillt an. Richtig, ich hab's. Die Geschichte der beiden Schächer. Erinnerst du dich? Nein. Soll ich sie dir erzählen? Nein. Da vergeht die Zeit. Es waren zwei Diebe, die zusammen mit unserem Erlöser gekreuzigt wurden. Man sagt... Mit unserem was? Unserem Erlöser! Zwei Diebe! Man sagt, der eine wurde erlöst und der andere... verdammt!
Wovon erlöst? Der Aufhell, hell von der Hölle! Lauschiges Plätzchen. Heitere Aussichten. Komm, wir gehen. Wir können nicht. Warum nicht? Wir warten auf Godot. Bist du sicher, dass es heute Abend war? Was? Dass wir warten sollen. Er sagte, am Samstag. Meine ich jedenfalls. Nach Feierabend. Ist heute denn Samstag? Kann nicht auch Sonntag sein? Oder Montag? Oder Freitag? Oder Donnerstag? Was ist heut für Tag? Heut ist Montag. Heut ist nur Tag. Ja, Mann, alle Tag. Schweigen wir ein wenig. Ja? Ja, meinetwegen. Coco? Coco! Ich schlief? Warum lässt du mich nie schlafen? Ich fühlte mich einsam. Ich hatte einen Traum. Erzähl ihn nicht. Ich habe geträumt. Erzähl ihn nicht. Es ist nicht nett von dir, Didi. Wem soll ich denn meine privaten Albträume erzählen, wenn ich dir... Sie soll privat bleiben. Du weißt sehr gut, dass ich das nicht vertrage. Il y a... des moments où je me demande si on ne ferait pas mieux de quitter. Manchmal frage ich mich, ob es nicht besser wäre, auseinanderzugehen. Du würdest nicht weit kommen. Das wäre wirklich sehr schade. Nicht wahr, Didi? Das wäre doch sehr schade, wenn man an die Schönheit des Weges denkt und an die Güte der Weggefährten. Nicht wahr, Didi? Bleib ruhig. Ruhig, ruhig. Die Engländer sagen calm. Es sind calme Leute. Kennst du die Geschichte von dem Engländer im Puff? Ja. Erzähl sie mir. Hör auf. Ein Engländer, der etwas mehr als gewöhnlich getrunken hat, begibt sich in ein Puff. Die Puffmutter fragt ihn, ob er eine blonde, eine schwarze oder eine rote haben will. Erzähl weiter. Hör auf. Wolltest du mit mir sprechen? Hattest du mir etwas zu sagen? Ich hab dir nichts zu sagen. Bist du böse? Verzeih.
hör mal, Didi. Gib mir die Hand. Umarme mich. Sei doch nicht so stur. Yeah. Du stinkst nach Knoblauch. Ist gut für die Nieren. Was sollen wir jetzt machen? Warten. Ja, aber beim Warten. Sollen wir uns aufhängen? Komm, wir hängen uns sofort auf. An einem Ast? Ich hätte kein Vertrauen. Wir können es doch mal versuchen. Versuch's? Nach dir. Nein, du zuerst. Warum? Du bist leichter als ich. Das ist es ja eben. Das verstehe ich nicht. Überleg doch mal ein bisschen, du. Ich verstehe es nicht. Ich werde es dir erklären. Der Ast. Versuch doch es zu verstehen. Ich verlasse mich ganz auf dich. Gogo, léger, branche, pas cassé. Gogo, mort. Gogo, leicht, Ast nicht brechen, Gogo, tot. Didi, schwer, Ast brechen, Didi allein, Didi lur, Branche cassée, Didi seul. Daran hatte ich nicht gedacht. Bin ich wirklich schwerer als du? Du sagst es immer. Was sollen wir also jetzt machen? Gar nichts. Das ist gescheiter. Warten wir darauf, was er uns sagen wird. Wer? Godot! Ach ja. Hör mal. Ich höre nichts. Ich auch nicht. Du hast mir Angst eingejagt. Ich glaubte, er sei es. Wer? Godot. Der Wind im Schilf. Ich hätte geschworen, dass einer schreit. Nach wem soll er denn schreien? Nach seinem Pferd. Komm, wir gehen. Wohin? Heute Abend schlafen wir vielleicht bei ihm. Im Warmen. Im Trockenen. Mit vollem Bauch. Auf Stroh. Da lohnt es sich zu warten, nicht? Nicht die ganze Nacht. Es ist Tag. Ich habe Hunger.
geht es ihm. Auf dieser verfluchten Erde. Sobald man Bescheid weiß, kann man sich gedulden, weiß man, woran man sich zu halten hat. Man braucht sich vor nichts mehr zu fürchten, man braucht nur zu warten. Ich bin unglücklich. Nicht möglich. Seit wann? Ich hatte es vergessen. Das Gedächtnis. Spielt uns solche Streiche. Was machst du? Dasselbe wie du. Ich gucke in den Mond. Ich meine mit deinen Schuhen. Die lasse ich stehen. Du kannst aber nicht barfuß laufen. Jesus hat es getan. Du willst dich doch wohl nicht mit ihm vergleichen. Mein ganzes Leben lang habe ich mich mit ihm verglichen. Na, da unten war es warm. Es war schön. Ja, und man kreuzigte schnell. Wir haben hier nichts mehr verloren. Anderswo auch nicht. Morgen geht's wieder besser. Wieso? Schade, dass wir keinen Strick haben. Es wird kalt. Hilf mir daran denken, dass ich morgen einen guten Strick mitbringe. Ja. Wie lange dauert es schon, dass wir immer zusammen sind? Ich weiß nicht. Erinnerst du dich an den Tag, an dem ich in den Rhein gesprungen bin? Wir waren bei der Weinlese. Du hast mich herausgefischt. Das ist längst begraben und vergessen. Meine Kleider haben in der Sonne getrocknet. Denk doch nicht mehr dran. Mich friert. Ich frag mich, ob wir nicht besser allein geblieben wären. Jeder an seiner Stadt. Wir waren nicht für den gleichen Weg gemacht. Das ist nicht sicher. Nein, nichts ist sicher. Wir können noch auseinandergehen, wenn du meinst, dass es besser wäre. Jetzt lohnt es sich nicht mehr. Nein, jetzt lohnt es sich nicht mehr. Also, wir gehen? Gehen wir. Gehen wir. Wo sind deine Schuhe? Ich habe sie stehen lassen. Wann? Ich weiß es nicht. Warum? Es fällt mir nicht mehr ein. Ich meine, wann hast du sie weggeworfen? Sie taten mir weh. Das sind deine Schuhe. An derselben Stelle, wo du sie hingestellt hast. Das sind nicht meine. Nicht deine? Meine waren schwarz. Und diese sind gelb. Bist du sicher, dass deine schwarz waren? Das heißt, sie waren gräulich. Und diese sind gelb? Naja, sie sind grünlich.
Da ist sicher einer gekommen, der deine genommen hat und seine dafür stehen gelassen hat. Warum? Na, dann hat er sie genommen. Meine waren doch zu klein. Ja, die, ihm nicht. Ich bin müde. Komm, wir gehen. Wir können nicht. Warum nicht? Wir warten auf Godot. Ach ja. Rien à faire. Nun wird es wirklich sinnlos. Noch nicht genug. Willst du es nicht noch einmal versuchen? Ich habe alles versucht. Ich meine, mit den Schuhen. Meinst du? Dann vergeht die Zeit. Es ist eine Ablenkung. Eine Entspannung. Eine Zerstreuung. Eine Entspannung. Versuch's. Hilfst du mir? Natürlich. Wir schlagen uns doch ganz gut durch, nicht wahr, Didi? Wir zwei? Ja, ja. Komm, zuerst versuchen wir es mit dem Linken. Wir finden doch immer was, um uns einzureden, dass wir existieren. Ja, nicht wahr, Didi? Ja, ja, wir sind Zauberer, aber wir sollen uns nicht von unserem Entschluss abbringen lassen. Komm, gib deinen Fuß. Den anderen. Höher. Versuch zu laufen. Na und? Passt. Da. Ein Schuhriemen. Nein. Nein, kein Schuhriemen, kein Schuhriemen! Das tut dir noch mal leid. Versuchen wir jetzt den anderen. Warum? Passt auf! Tun sie dir nicht weh? Noch nicht. Jetzt setze ich mich aber. Gestern Abend hast du auch da gesessen. Wenn ich doch schlafen könnte. Gestern Abend hast du geschlafen. Ich will's versuchen. Über kurz oder lang kann das nicht mehr länger so weitergehen, außer es dauert noch länger, dann kann man halt sagen, es braucht halt seine Zeit und Zeit wär's, dass es bald anders wird. Wir wollen unsere Zeit nicht mit unnötigen Reden verlieren. Wir wollen etwas tun! Uns braucht man nicht alle Tage. Es ist unter uns gesagt nicht so, als warte man gerade auf uns. Andere würden die Sache ebenso gut machen, wenn nicht besser.
Der Ruf richtet sich an die ganze Menschheit. Aber an dieser Stelle und in diesem Augenblick sind wir die Menschheit, ob es uns passt oder nicht. Wir wollen es ausnutzen, bevor es zu spät ist. Wir wollen einmal würdig die Sippe vertreten, in die das Missgeschick uns hineingeworfen hat. Was sagst du dazu? Es ist wahr, dass wir unserer Gattung mit den verschränkten Armen beim Abwägen dafür und wider auch alle Ehre machen. Der Tiger eilt den Seinen ohne die mindeste Überlegung zu Hilfe oder er rettet sich im dichtesten Dschungel. Aber da liegt das Problem nicht. Was machen wir hier? Das muss man sich fragen. Wir haben das Glück, es zu wissen. In dieser ungeheuren Verwirrung ist eines klar. Wir warten darauf, dass Godot kommt. Ach ja. Oder dass die Nacht kommt. Wir sind da. Wir verabredet. Da gibt es nichts. Wir sind keine Heiligen, aber wir sind da wie verabredet. Wie viele Leute können das von sich behaupten? Eine ganze Masse. Meinst du? Ich weiß nicht. Möglich. Aber sicher ist, dass die Zeit unter derartigen Umständen lange dauert und uns dazu treibt, sie mit Tätigkeiten auszufüllen, die, wie soll man sagen, auf den ersten Blick vernünftig erscheinen mögen, an die wir uns aber gewöhnt haben. Du sagst mir sicher, dass es geschieht, um unseren Verstand vor dem Untergang zu bewahren. Klar! Folgst du meiner Gedankenfolge? Aber irrt er nicht schon in der ewigen Nacht unergründlicher Tiefen? Das frage ich mich manchmal. Wir werden alle verrückt geboren. Einige bleiben es. Nachricht vom Herrn Godot? Ja. Er kommt nicht heute Abend. Nein. Aber er wird morgen kommen? Ja. Bestimmt? Ja. Was macht Herr Godot? Verstehst du mich? Na? Er macht nichts. Lass uns weit weggehen von hier. Wir können nicht. Warum nicht? Wir müssen morgen wiederkommen. Um was zu machen? Um auf Godot zu warten. Ach ja. Er ist nicht gekommen. Nein. Und jetzt ist es zu spät. Ja, es ist Nacht. Wenn wir ihn fallen ließen, würde er uns bestrafen. Du sagtest, dass wir morgen wiederkommen müssen. Dann bringen wir einen guten Strick mit. Ja. Ich kann nicht mehr so weitermachen. Das sagt man so. Sollen wir auseinandergehen?
Es wäre vielleicht besser. Morgen hängen wir uns auf. Es sei denn, dass Godot käme. Und wenn er kommt? Sind wir gerettet. Also wir gehen. When? Shall we go? Alors, on y va? Yes, let's go. Allons-y. Gehen wir. Curtain. Rideau. Vorhang.